Hallo allerseits. In GeoGebra kann man auch Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen vornehmen. Dazu habe ich hier schon mal die Symmetrieachse vorbereitet, sowie auch das Symmetriezentrum. Wir spiegeln jetzt dieses Dreieck gegenüber dieser Symmetrieachse. Dazu aktivieren wir zuerst diesen entsprechenden Befehl, Klick. Jetzt wähle ich das Dreieck aus, indem ich mit der rechten Maustaste dieses Fenster aufziehe. So, ich lasse jetzt die Maustaste los und sofort ist das Dreieck markiert. Jetzt brauche ich nur noch auf diese Symmetrieachse zu klicken, Klick und zack, haben wir das Spiegelbild von diesem Dreieck gegenüber dieser Achse konstruiert. Jetzt konstruieren wir noch das Spiegelbild von diesem Dreieck gegenüber diesem Zentrum. Dazu aktivieren wir den Befehl Spiegle am Punkt. Klick. Wir markieren wieder das gesamte Dreieck, indem wir mit der rechten Maustaste ziehen. So. Jetzt brauchen wir nur auf das Zentrum zu klicken. Klick. Und schon ist das Spiegelbild von diesem Dreieck gegenüber diesem Zentrum konstruiert worden. Im vorigen Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man anhand der Eingabezeile solch ein offenes Intervall, das auf A zentriert ist, konstruieren kann. Und zwar so, dass die Öffnung einstellbar ist mit einem Schieberegler. Da wir jetzt wissen, wie die Symmetrien in GeoGebra funktionieren, reicht es eigentlich, wenn wir diesen Teil des offenen Intervalls konstruieren. Alles andere kann man sofort durch Symmetrie herstellen. Das soll aber auch so gemacht werden, dass das einstellbar ist mit diesem Schieberegler. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Aufgabe. Jetzt solch ein offenes Intervall nur anhand von diesen drei Strecken zu konstruieren.